so wie zu seiner sensationellen Zeit damals mit Schweinsteiger, Champions League Sieg, Robben in die Arme und dann doch noch das Tor durch Julian Green. Torwartfehler, muss man ganz ehrlich sagen, von Arne Kampe. Leichtes Klatschen bei Ancelotti. Der Schuss von Robben war ehrlich gesagt jetzt nicht spektakulär. Das wäre besser gegangen. 9. Minute. Hier Ribéry, dann Robben eigentlich ganz frei und dann in die Arme von Arne Kampe. Und dann schön abgestaubt von Julian Green, Deutsch-Amerikaner. Ribéry zieht in die Mitte. Rafinha, kann man mal versuchen. Aber Ribéry deutet in der Mitte wieder Richtung Rafinha. Hey, ich war in der Mitte vollkommen freigestanden. Sieht man jetzt aus diesem Bildabschnitt nicht. Aber Ribéry, der ist schon ganz schön heiß. Der will die Bälle haben. Wenn er dann mal seine Karriere beendet, sicherlich Zusammenarbeit mit ihm, mit Stefan Fröhlich, dem Trainer der Lippstädter. Dann haben wir wieder Ribéry. Jetzt macht er selber 3-0. 33. Minute. Tanzt die Nummer 7, Fabian Lübbers, aus, den Abwehrchef Green auf der rechten Seite hier am Ball. Na, das war aber mal ein blitzsauberes, sensationelles Eigentor von Marvin Josvik. Kann passieren, dann kann man auch nur lächeln und den Kopf schütteln. Mein Gott, passiert einfach. Die Hereingabe von Green. Die 49. Minute war es und dann aber sowas von furztrocken abgeschlossen von Josvik zum 4-0. Hab's vorher schon mal gesagt, 14-15 mit den meisten Einsätzen aller Bayern-Spieler und letzte Saison, jo, hat's nicht so geklappt. Jo. Ja, da schau her, was war denn das für ein Ding? Eine Riesenüberraschung, klasse gemacht. Von der Nummer 6 von Marcel Rump kam gerade in die Partie. Der Ehrentreffer. Und wo war denn da Tom Starke? Was ist denn da passiert? 51. Minute, 1-4. Rump. Da hat's gerumpelt. Und wo stand denn da Tom Starke? Irgendwo auf dem falschen Fuß. Abgefälscht war da nix. Ja, das kann er auch noch seinen Enkelkindern erzählen, wenn es mal welche gibt. Sehr schön. Marcel Rump, Neuzug. Immerhin, jetzt hat er schon 359 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Kein Foul von Rafinha, weiter geht's. Boah, das hat, glaube ich, richtig wehgetan. Und da ist das zweite Tor für die Lippstädter, wenn ich es richtig gesehen habe, von der Nummer 19 von Thomas Ischerwood. 57. Minute. Felix Götze hat da den Ball gewaltig abgekriegt. Und dann war es, ja richtig, mit der Nummer 19 Thomas Ischerwood, der das 2-4 schießt. Da ist der Anschlusstreffer. Na also, jetzt hat er es doch noch gepackt, der gute Paolo Maiella. In der 87. Minute das 3-4. Maiella.
Vorher hat er sich schon so geärgert, weil ein Schuss daneben ging. Und jetzt war er gerade in den Armen von Stefan Fröhlich, dem 30-jährigen Trainer. Und auch da hatte Tom Starke das Nachsehen. Ja, so glücklich wird er nicht sein, auch wenn es nur Lippstadt ist.